So, liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Mutti-Gutti-Channel. Ich bin so Laser und wir machen mit dem Aufbau weiter. Ich werde den Wagen nicht großartig sauber machen, weil nach einer Straßenfahrt wird er genauso wieder aussehen. Na klar, werde ich so ein bisschen hier wegwischen, bevor wir wieder raufschrauben. Aber ansonsten werden wir den Wagen grob lassen. Das hat auch so ein bisschen den Charme aus den alten Jahren. Nein, eigentlich nur Faulheit. Ich habe keine Lust. Beides. Ne? Das ist kein Witz. Wenn man jetzt irgendwas locker schraubt, wo vielleicht ein Gewinde schon kaputt ist und so, dann sehen wir den Wagen einfach nicht mehr. Ich werde auch den Wagen einmal so fahren, wie er ist. Also wir werden ihn fahren gehen, ohne dass ich mir die Diffs angucke. Weil, stellt euch vor, ich schraube das auf und mir bricht irgendeine kleine Stange ab oder. Für das Auto Ersatzteile ist ganz schlecht. Wir machen eine Probefahrt dann und nach der Probefahrt gucke ich mir den Wagen genau an. Ja. Weil wenn dann was kaputt geht, ist mir das egal. Dann haben wir wenigstens die Probefahrt gesehen und ich konnte euch die Probefahrt zeigen. Wenn ich das aber jetzt in dieser Aufbauserie mache und da geht was kaputt, dann sehen wir den Wagen vielleicht gar nicht mehr auf der Straße. Weil das kann alles sein. So, jetzt gucken wir uns hier oben die Kupplung an, wie das hier ist. Hier ist eine Unterlegscheibe. Hier die Kupferscheibe, hier ist richtig schön, weil die gibt uns nämlich richtig viel schön Platz für unsere... Oh... Nein, das ist ein Nadellager. Wir haben doppelte... Nein, wir haben Nadellager verbaut. Oh, ätzend. Ihr müsst wissen, zwei Backen Kupplung. Sehen wir hier. Das ist eine zwei Backen Kupplung. Greift auch super schnell. Federn sind ultra weich. Eine zwei Backen Kupplung muss nicht schlecht sein. Wir sehen auch die Drehrichtung. Wir haben ja die Drehrichtung. Und das Problem ist auch... Beim Seilzug, der war ja falsch rum. Und ein Motor funktioniert auch falsch rum. Das heißt, wir können den Motor so rum anschmeißen oder so rum anschmeißen. Er kann auch rückwärts laufen. Aber wir sehen hier schon, wenn ich jetzt hier ziehe, das Schwungrad dreht sich so, die Schwungkraft drückt die Blöcke nach außen. Dreht sich der Motor jetzt andersrum, wie es ja mit dem falschen Dings, dann dreht er sich so rum. Hier entsteht keine, also hier entsteht die Kraft, aber die Blöcke kommen nicht raus. Das heißt, er kann gar nicht fahren, richtig. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Ne? Also die Drehrichtung so ist richtig und so rum falsch. Wir haben hier Nadellager. Nadellager muss nicht unbedingt falsch sein, aber wenn der Motor, wir benutzen das Nadellager. Wir machen Original und dann bauen wir vielleicht später um auf Kugellager. Ich werde das Nadellager aber einmal ordentlich fetten. Ich habe es jetzt gerade mal sauber gemacht. Wir sehen, hier drinnen ist so eine kleine Fettschicht in der Glocke. Das ist standardmäßig so, weil Nadellager braucht Fett. Und das tritt dann irgendwann aus. Aber das Problem ist, und deswegen mache ich das gerne mit Kugellager und benutze weniger Nadellager. Wenn das nicht richtig, wenn ihr nicht richtig aufpasst, dann ist das Fett in der Glocke und schleift hier auf den Blöcken rum. Und dann ist das wie Fett auf einer Bremse. Der Wagen kommt nicht vom Fleck. Ne? Besonders bei so einem Wettbewerbsauto, wo das extrem wichtig ist. Deswegen werde ich jetzt hier mal kurz Bremsenreiniger holen und die Blöcke richtig sauber machen. Da haben wir den Freund, den Bremsenreiniger aus einem Fanpaket sogar. Ihr seht, die Sachen kommen hier immer wieder zum Einsatz. Und ich freue mich bis dato immer noch, dass es damals diese Sache, dass wir die gemacht haben. Viele fragen mich immer noch, ob sowas geht. Ich mache sowas vereinzelt für Leute, wo ich weiß, okay, kann man vertrauen. Vielleicht mache ich es auch irgendwann nochmal. Und dann starten wir nochmal so eine Riesenaktion, wo wir alte Autos aufbauen und die dann verschenken. Ja. Aber das Ding ist einfach, der Versand ist immer so teuer. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen abgeneigt. Ja. So. Dann machen wir die Glocke auch nochmal richtig schön sauber. Seht ihr das, was wir da rausholen? Die ist eigentlich schön silber innen drin. Spülen wir die einmal aus, schön mit Bremsenreiniger. So. Einmal richtig schön fettfrei das Ganze. Guckt euch das an. So sieht die aus. Eigentlich noch echt guter Zustand. Deswegen benutzen wir die auch weiter. Lassen das kurz auslüften, den Bremsenreiniger verfliegen. Dann nehmen wir Mehrzweckfett und machen ein bisschen aufs Nadellager drauf. Deswegen ist hier auch diese Kupferscheibe. Die Kupferscheibe presst von beiden Seiten das Nadellager ein. Ich zeige euch das mal kurz ohne Glocke. Messinglager. Nadellager. Und
Messinglager, ne? Und Messinglager hier. Seht ihr das? Und dann ist das hier schon eingepresst und hier läuft halt eben die Glocke, eingequetscht von den beiden Messinglagern. Und dann ist hier noch die Scheibe oben drauf. Ja, und dichtet das Ganze oder schließt das Ganze ab. Ja. So, und jetzt werden wir das so machen, dass wir das ein bisschen einfetten, das Nadellager. Mit ein bisschen Mehrzweckfett. Das hatte ich aber auch schon lange nicht mehr im Einsatz. Ranziges Fett ist ranzig. Weisheiten 2019 von Laser. Da müssen wir auch nicht viel nehmen. Nehmen wir nur ein bisschen. Und schmieren hier ein bisschen in die Welle und ein bisschen außen noch was drauf. So, dass das schön gefettet ist. Dann schieben wir das unten von oben rein. Und ich werde jetzt hier unten gleich zumachen. Zack. So, dass das hier oben ist. Wir werden das einmal abwischen. Und dann wollen wir hoffen, dass das Fett auch da bleibt, wo es ist. Und nicht wieder nach innen wandert. Deswegen mag ich Nadellager einfach nicht. Ich mag es einfach nicht. Ich bin kein Freund von Nadellager. So. Zack. Und jetzt müsste der Spiel eigentlich auch gut weg sein. Gucken wir mal. Weil das sieht mir doch sehr original aus. Und ist okay. Ja. Jetzt hier natürlich Fett drin, ne? Das bremst natürlich unsere Glocke, aber wir haben hier ganz leicht ein Spiel. Nicht mehr so viel. Ich habe die Schraube jetzt ein bisschen doller angezogen. Das ist absolut in Ordnung. Ne? Das ist jetzt das Fett, was hier bremst. Ne? Das heißt, die Schraube war nicht richtig angezogen vorne. Deswegen hatten wir so viel Spiel. Jetzt passt das Spiel wieder. Vielleicht war hier doch einer dran, hat geguckt. Jetzt bauen wir den Motor wieder ein. Zack, weil alles funktioniert an dem Motor. Und machen so gesehen die Hochzeit vom Auto wieder. Und dann bauen wir Servos ein. Und dann ist ja eigentlich auch schon fast fertig. So, jetzt den Kram hier weg. Wir benutzen auch wieder die Kreuzschrauben, die dabei waren. Ganz klar, gehören dazu. Natürlich werden sich jetzt hier neue Schrauben vorfinden, weil ich kann halt diese alten Schrauben nicht benutzen. Das geht einfach nicht. Was jetzt an dem Seilzugstarter angeht. Wenn wir das Auto aktuell auf der heutigen Zeit fahren wollen. Ich brauche meinen Akkuschrauber. Zack. Na, war das schon zu fest hier? Nee, ne? Nee, ich wollte gerade sagen. Eigentlich haben wir jetzt den Wagen, der Wagen ist schon fertig. Jetzt, wo wir den Motor zum Laufen gekriegt haben, ist das eigentlich nur noch eine Kleinigkeit. Servo einbauen, Gestänge und dann sehen wir das Ding auf der Straße. Da mache ich die Karo noch hübsch und dann sehen wir ein Klassiker wieder auf der Straße. Da bin ich mal echt gespannt, wie der fährt und wie der Motor klingt. Ich liebe diese alten Motoren und das ist ja auch schon ein etwas älterer Nitro-Motor. Und da bin ich mal gespannt, wie der klingt, wie der fährt, wie die Performance ist. So oft bin ich ja noch nicht Gladbahner gefahren. Ach so, übrigens habe ich ganz vergessen, euch zu erzählen. Da kommt vielleicht ein starkes Paket für eine Verlosung auf euch zu. Und da wird auch eventuell was drin sein, was euch auch freuen wird. Ja. Aber ich will nicht zu viel versprechen, weil noch ist es nicht da. Und warten wir, bis es da ist und dann können wir drüber reden. Genau. So. So. Dann sitzt der Motor jetzt drin. Jetzt können wir den Motor noch schön positionieren. Seht ihr das? Schön nach außen und schön nach innen. Und jetzt suche ich mir hier den perfekten Spiel vom Motor und Rad aus. Das stelle ich jetzt kurz für mich ein. Dann schraube ich ihn unten fest. Und wir sehen uns in dem nächsten Video, wenn wir hier das Servo installieren. Bis ins... ja, genau. Ne? Dann sehen wir uns da. Wobei, wir können ja noch mal kurz hier zusammen einmal gucken. Weg, ran, kann man sehen, ne?
Weg, ran. So, und jetzt mache ich das immer so, dass ich eine Schraube nehme. Ich setze ihn, ja, wir können ihn auch hier noch verstellen. Ich setze ihn mal so drauf, dass das fürs Zahnrad passt. Und dann halte ich meinen Finger hier an dem Ritzel, halt das fest, dass sich der Motor hinten nicht verschieben kann. Halt ihn so fest und ziehe jetzt eine Schraube an, eine einzige nur. Und dann gucke ich mir meistens das Spiel an, das ist zu fest. Aber jetzt kann ich, weil wir die hier vorne angezogen haben, hinten ein bisschen drehen. Nee, ist zu fest. Okay, habe ich zu doll gemacht. Ich will nur nicht, dass er sich, dass der Motor schräg drin sitzt. Und hier mit der Glocke an dem Rad schleift. Das war nämlich beim Anfang so, dass das HZ hier an der Glocke geschliffen hat. Und das will ich ein bisschen vermeiden. Und das sieht auch ganz gut aus. Das Problem ist, bei diesen alten Motoren, die richtig einzustellen oder richtig festzuschrauben, ist echt eine Kunst. Habe ich noch nicht so oft gemacht. Und deswegen brauche ich mal kurz ein bisschen Zeit auch für mich. Ja, ein bisschen näher. Das war schon wieder zu viel. Weil wir wollen ja unser Kunststoffrad, was hier drauf ist, auch nicht riskieren. Das klingt gut. Das klingt echt gut. Und jetzt vorsichtig festziehen, über Kreuz am besten. Bei Kreuzschrauben ist es schwierig, Kraft aufzuwenden. Und ihr wisst gar nicht, was ich gerade hier für eine Kraft drauf setze, dass mir der Schraubenzieher nicht wegrutscht. Und wir haben Platz zwischen Kunststoff und Glocke ist genug Platz. Wir haben Spiel, leichtes Spiel, aber trotzdem greifen die Zähne schön in das Kunststoff rein. Könnt ihr es sehen? Ich zoome euch mal ran. Hier. Trotzdem greifen die Zähne schön ins Kunststoff rein. Und perfekt. Und wir haben hier genug Platz. Seht ihr das? Wenn ich das jetzt durchdrehe. Perfekt. Genau so muss das sein. Genau so muss das sein. So, und wenn ich jetzt hier hinten festhalte und drehe. Geht das Ganze auch leichtgängig. Und vorne. Genauso. Ja, perfekt. Das heißt, Motor haben wir eingestellt. Dann mache ich jetzt den Benzintank sauber. Suche ein Servo raus und dann sehen wir uns zum Einbau. Für die Bremse, ah, guck mal hier, sehen wir das hier? Das ist der Grund, warum ich so weit die Bremse anziehen kann. Guck mal hier, die Schraube kommt raus. Die können wir jetzt einstellen, das machen wir eben auch noch in dem Video. Eigentlich wäre schon längst Schluss, ne? Ich überziehe auch immer selber, ey. Und die schrauben wir jetzt einfach mal rein. Oha. Mal eben reinschrauben ist gut gesagt, ey. So. Das ist noch zu viel. Die war auch schon die ganze Zeit nicht richtig eingestellt. Ja, das sieht schon besser aus. Bremst. Locker. Das heißt, wir haben jetzt hier, wir können den Weg eigentlich noch ein bisschen verkleinern, aber ihr seht ja hier, wenn ich hier gegen drücke und hier jetzt den Hebel habe, seht ihr ja. Und hier könnt ihr einstellen, wie weit das gehen soll. Aber ihr müsst auch bedenken, wenn es locker ist, darf sich das hier auch nicht bremsen. Das heißt, hier muss ein gewisser Spiel muss immer vorhanden bleiben. Es darf aber nicht zu viel sein, weil sonst bremst die Bremse allgemein. Aber hier passt das. Es könnte auf der anderen Seite auch ein bisschen enger sein, aber das geht schon. Ich drehe noch eine Umdrehung rein. So. Jetzt bremst sie wenigstens gleich beidseitig, weil das war vorher nicht ausgeglichen. Drehen wir mal fest hier. So. Und schon funktioniert das Ganze. So, jetzt aber endlich hier. Bis ins nächste Video. Tschüss.